Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Willkommen zur zweiten Folge der Disney Legacy Challenge. Ich freue mich, dass das Abenteuer losgeht. Wir sind noch ganz am Anfang, aber es ist in der letzten Folge schon so viel passiert. Ich versuche das Ganze jetzt kurz und knapp zusammenzufassen. Also nur das Wichtigste, falls ihr das ganze Drama ringsherum mit den zwei Feuern und wie meine Kamera gestreikt hat und auch nochmal sehen, weil ich verlinke euch die letzte Folge gerne nochmal hier oben. Wir haben in der letzten Folge den Geburtstag von Elliot und Elea gefeiert. Da gab es eine kleine Party für die beiden. Ganz viele Leute waren da. Zwei Feuer hat es gegeben. Und wir haben erfahren, dass Charlie in eine tiefe Depression gefallen ist und gar nicht mehr aus seinem Zimmer rauskommt. Der hat natürlich auf der Party gefehlt. Und wir haben herausgefunden, dass Daisy schwanger ist. Und zwar mit Zwillingen vom Hans. Sie hat aber natürlich eine Lügengeschichte erzählt und hat behauptet, die Babys sind von jemand anderem. Daisy hat sich in der Zwischenzeit um das ganze Schloss gekümmert, weil Charlie eben nicht mehr dazu imstande war. Dann ist Elliot älter geworden und wir wollten Elea auch noch älter werden lassen. Aber dann ist die Fruchtblase von der Daisy geplatzt und die beiden Zwillinge Drisella und Anastasia sind zur Welt gekommen. Der Charlie war bei der Geburt dabei, hat die Daisy tatkräftig unterstützt und es hat die beiden ordentlich zusammengeschweißt und Charlie ging es danach auch schon ein bisschen besser. Dadurch ist aber leider der Geburtstag von Elea komplett untergegangen. Und hier haben wir sie jetzt, unsere süße Elea, und sie ist total traurig. Nicht nur, weil man ihren Geburtstag jetzt nicht ordentlich gefeiert hat, sondern sie steht auch wieder am Grab von ihrer Mama. Sie ist total traurig, dass ihre Mama nicht bei ihrem Geburtstag dabei war, redet auch mit dem Grab von der Anna und ist so, Mama, ich vermisse dich so sehr. Papa kommt nicht aus seinem Zimmer raus und Daisy war auch nicht dabei bei meinem Geburtstag. Wie soll ich das alles nur ohne dich schaffen, Mama? Elliot ist auch nicht mehr da. Er ist jetzt schon um die Häuser gezogen und ich glaube, euch hat die Idee ziemlich gut gefallen, dass wir aus dem Elliot so einen kleinen Frauenschwarm machen. Und ich glaube, er zieht jetzt schon um die Häuser mit ein paar Mädels. Ich zeig's euch nachher gleich. Das Erste, was wir nämlich machen, ist, dass wir alle Kinder umstylen. Wir werden auch Drisella und Anastasia gleich umstylen. Oh, da habe ich vergessen, dem Charlie lange Haare zu geben in seinem Schlafoutfit. Warum er das jetzt anhat, ich habe keine Ahnung. Die beiden kümmern sich aber gerade richtig gut um die Babys. Das finde ich mega süß. Charlie muss aufs WC. Charlie, ich hätte gern, dass du dich umziehst. Dass wir wieder diese Stimmung haben vom depressiven Charlie. Wie gesagt, es geht ihm schon ein bisschen besser. Also, dass er bei der Geburt dabei war, hat sein Herz wieder ein bisschen erweicht, erwärmt. Wie sagt man? Ich habe keine Ahnung. Wie das letzte Mal, als ich gesagt habe, die Daisy hat einen Braten im Ofen. Ist schon ein bisschen peinlich auch, wenn ich ehrlich bin. Ihr wusstet zum Glück alle, was ich meine. Die Daisy hatte einen Braten im Ofen und zwar gleich zwei davon. Ich glaube, ich gebe auf, ich kann das nicht mehr. Charlie ist zwar immer noch ein bisschen traurig, junger Mann. Du kannst auch einfach aufs WC gehen. Niemand hält dich auf. Geh einfach aufs Klo. Ich weiß nicht, was er gerade riecht. Vielleicht die Windeln da im Hintergrund haben wir schon wieder ein Feuerwerk. Ich habe keine Ahnung, wer das eigentlich immer und immer wieder anzündet. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir einen Hausgeist. Vielleicht ist es die Anna, Leute. Vielleicht spukt die Anna irgendwo rum. Ich habe so hart Gänsehaut bekommen. Oh mein Gott, vielleicht will die Anna da uns damit irgendwas mitteilen. Ich weiß es nicht. Sehr gut möglich. Und wir werden die Kinder jetzt auf jeden Fall zu Kleinkindern machen. Die Babys zu Kleinkindern. Dabei hilft Charlie natürlich auch. Welches Baby ist das denn? Offensichtlich wird das Baby als erstes zum Kleinkind. Das ist die Drisella. Soviel ich weiß, ist die Drisella die bösere von den beiden. Sie sind ja beide sehr ungut, vor allem zu Elea. Aber die Drisella ist, glaube ich, so die Anführerin. Ich mache jetzt mal, dass sie Heike ist. Und die Anastasia ist eher so die Mitläuferin. Also die macht einfach alles, was ihre große Schwester sagt. Offensichtlich ist sie jetzt die große Schwester. Und Charlie unterstützt Daisy da jetzt auch wieder dabei. Wir machen aus ihr... Wir können eine Charmeurin aus ihr machen, okay? Sie ist richtig gemein, sagen wir. Also Drisella und die Anastasia ist halt ein bisschen naiv, ein bisschen... Ich will nicht sagen doof, weil das ist richtig gemein. Ich mag das überhaupt nicht, wenn man sowas sagt. Aber sie glaubt halt alles, was ihre Schwester sagt und ist so ein richtiger Mitläufer leider. Vielleicht ändert sich das ja noch mit der Zeit. Und ich würde dann mal sagen, wir werden die Kleinkinder umstylen. Und natürlich auch Elea und Elliot. So, und das sind die beiden Stiefschwestern. Die Drisella hat braune Haare und ein gelbes Kleid. Und die Anastasia hat rote Haare und ein pinkes Kleid. Das muss ich mir jetzt merken. Oh mein Gott, wieder mega kompliziert. Schaffe ich das? Leute, wir glauben dran, oder? Wir glauben dran. Ich werde das jetzt schon schaffen. Na klar. Und dann machen wir natürlich auch noch die Elea und schauen, dass sie sehr ähnlich wie Cinderella aussieht. Ich meine, sie ist Cinderella.
Wir starten mit Drisella, oder? Ja, das ist Drisella, aber die mit dem braunen Haaren, nicht Augen. Oh Gott, Leute, es geht schon los. Drisella ist die mit dem braunen Haaren. Ich habe mir aber nicht gemerkt, was für Haare sie hat, was aber jetzt als Kleinkind, glaube ich, noch nicht so wichtig ist. Wir geben ihr einfach irgendeine süße Frisur. Sowas in die Richtung. Mann, so eine kleine freche Maus aus ihr. Aber sie wird richtig gemein sein, Leute. Das sage ich euch jetzt schon. Ich freue mich schon mega drauf. Vielleicht bin ich auch ein bisschen schadenfroh und gemein. Sowas ist eigentlich schon ziemlich gut, oder? Sie läuft ja im Schloss rum. Sie sind keine Prinzessinnen. Noch nicht. Aber sie müssen natürlich irgendwie vorzeigbar sein. Das klingt auch wieder so doof. Aber ihr wisst eh, was ich meine, oder? Ich glaube, das reicht für die Drisella mal mehr als. Geben wir ihr noch ein bisschen Konturen, ihre Zähne. Oh Gott, die ist so süß. Oh mein Gott. Ich schwöre, diese kleinen Kinder, egal wie böse sie sind. Ich finde sie einfach trotzdem mega, mega süß. Und ich finde, sie sieht schon sehr, sehr frech aus, nicht? Oh mein Gott, das sind wieder Haare, die immer ihre Farbe verändern. Ich habe wieder absolut nicht gemerkt. Das war sogar richtig. Ich bin sehr froh. Irgendein Abendkleid, ich weiß nicht, ob die Mädels... Ich werde sie nämlich, glaube ich, ziemlich schnell zu Kindern machen. Ich gebe jetzt einfach überall irgendwas, was gelb ist. Weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Kleinkinder lange Kleinkinder sind. Wir wollen ja, dass sie ungefähr gleich alt sind wie Elea und Elliot. Natürlich ein bisschen jünger, das ist voll okay, aber so ungefähr im gleichen Alter. So, und das sind jetzt alle Looks von der kleinen Maus. Also das ist noch die Ausgekleidung, die Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter. Dann haben wir als nächstes die Anastasia. Jemand von euch hat auch geschrieben, dass das sehr wie Anna klingt. Das stimmt, das ist mir nicht aufgefallen, aber das stimmt auf jeden Fall. Und das hat mir ein bisschen mein Herz gebrochen. Und ich würde sagen, wir lassen einfach gleich diese Haare hier. Wie war ihr Kleid nochmal? Ich glaube, ihr Kleid war pink. Und dann hat sie auch noch rote Haare wie die Anna. Das ist schon... Das tut schon sehr weh. Also mir tut das wirklich sehr, sehr weh. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe keine Ahnung. Sollen wir die Zwillinge gleich anziehen? Ich finde nicht, dass man Zwillinge immer gleich anziehen muss. Wir hatten das ja schon in der Not So Very Chance. Schauen unsere Drillinge ja sehr ähnlich aus. Also müssen wir das hier, glaube ich, nicht auch noch machen. Pink und Rot ist natürlich auch eine krasse Kombo. Aber die süße Maus, das ist eindeutig kein Ausgeh-Outfit. Ich meine, von mir aus. Bei Kleinkindern ist das, glaube ich, so egal. Und ihr würde, glaube ich, tatsächlich auch ein Schnuller stehen. Ein Schnuller stehen ist auch gut. Schnuller sind ja eher für irgendeine Funktion da und nicht, dass sie gut aussehen. Das ist auch ein süßes Ausgekleid. Eigentlich müsste ich sie noch viel mehr wie so kleine Prinzessinnen anziehen, aber ich glaube nicht, dass das gerade so wichtig ist bei ihnen. Da bekommt sie natürlich auch irgendwas Rosanes. Ach, diese Styles von EA. Wundervoll, wundervoll. Immer wieder wundervoll. Sowas, die Schüchchen sind eh total süß. Da bekommt sie auch noch ein Kleid. Ich finde das auch sehr süß. Wenn wir schon rosa haben, das ist schon sehr, sehr süß. Normalerweise, wenn ich die Sims anziehe, ihr kennt mich eh, ich habe das schon voll aufgesagt, komme ich in so eine richtige Zone. Also ich bin so richtig mittendrin und kann voll schwer reden dabei. Deswegen mache ich das jetzt gerade einfach schnell, schnell. Als nächstes haben wir dann den Elliot. Und wir machen den Elliot rothaarig. Wenn die Elea schon blond ist wie ihr Vater, wird der Elliot rothaarig wie seine Mama. Und er bekommt natürlich irgendeine freche Frisur. Oh mein Gott, ich sehe es so sehr in ihm. Ich sehe es so, so sehr. Und ich finde ihn so toll. Ich habe gerade Tränen in den Augen. Warum auch immer. Er muss auch ein bisschen frech sein. Und jemand von euch hat auch eine sehr coole Geschichte geschrieben. Ich lese das jetzt schnell von meinem Handy ab. Und zwar hat jemand geschrieben, Elliot könnte doch aufgrund seiner Merkmale sehr intellektuell werden und dem Royal Book Club, das finde ich ein super guter Name, beitreten. Und alle Mädchen stehen auf diesen hübschen Prinzen, der immer in Büchern vertieft ist, sodass er dies gar nicht bemerkt. Oder du hast auch noch dazu geschrieben, dass ihm das schon bewusst ist. Aber er tut immer so, als ob ihm das nicht auffallen würde. Ich habe mir im Endeffekt auch gedacht, wie spannend wäre es eigentlich, wenn er immer von allen Mädchen so voll bewundert wird. Alle Frauen wollen ihn haben. Ich meine, jetzt schon als Kind werden sie ständig an ihm kleben, aber dann als Teenager noch viel, viel mehr. Und wie spannend wäre das bitte, Leute? Okay, es ist nur ein Vorschlag. Es ist nur ein Vorschlag. Wie spannend wäre es, wenn Elliot schwul wäre? Also wenn er ganz bewusst immer so auf Abstand geht zu den Frauen. Er genießt natürlich die Aufmerksamkeit. Aber wie spannend wäre es, wenn Elliot schwul wäre? Ich fände das ja super spannend. Und er könnte dann auch zu Christoph und Karl gehen und dort vielleicht ein paar Ratschläge abholen. Was haltet ihr von der Idee? Wir müssen das nicht machen, aber ganz wie ihr wollt. Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Sowas bekommt unser Elliot natürlich auch noch. Ich finde das ganz, ganz toll, wenn sich die Haarfarben immer verändern. Nicht...
Das ist ein bisschen ein natürlicheres Rot, so ist, wie es die Anna hatte. Sportkleidung, das passt eigentlich eh schon ganz gut. Da braucht er jetzt nicht unbedingt irgendwas richtig Fancyes. So sieht er ganz cool aus. Dann auch noch was zum Schlafen. Seine Haare haben sich wieder verändert, Leute. Ich bleib ruhig. Ich sag's euch, ich bleib ruhig. Einfach was super Gemütliches. Ich bin so gespannt, wo die Geschichte vom Elliot hingeht. Leute, ich freue mich so sehr auf die Challenge. Ich glaube, es wird wieder super mega dramatisch. Dann braucht er irgendeinen coolen Look zum Ausgehen. Ach Gott, so frech. Das hatte er als Kleinkind auch an. Deswegen finde ich das richtig gut. Sowas in die Richtung. Vielleicht auch das Grün wegen seiner Mama. Mein Herz, ich kann schon wieder nicht mehr. Badekleidung passt simpel. Ich meine, gut. Sie haben einen Pool, also einen Teich oder was auch immer die vor dem Schloss haben. Da sind sie eigentlich immer drin, wenn ich mal kurz nicht aufpasse. Aber das muss jetzt auch nicht besonders sein. Das ist ja auch ganz simpel einfach alles. Unser Elliot, unser Frauenschwarm und wer weiß, wo es sonst noch hingeht. Wie gesagt, bitte schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare zu der Geschichte vom Elliot. Ich glaube, wir haben momentan Sommer. Deswegen ist das Winteroutfit auch nicht so wichtig. Glaube ich zumindest. Sonst mache ich das auf jeden Fall noch. Aber das ist jetzt unser Prinz Elliot. Was für ein guter Typ. Ich hätte gern, dass Elia ganz viele Sommersprossen hat, so wie ihre Mama. Dass sie auch ein bisschen was von ihrer Mama hat, weil ich glaube, sie kommt sehr nach ihrem Papa. Also so in die Richtung. Ach Gott, sie ist schon ein sehr, sehr süßer Sim. Wir machen jetzt eine richtig kleine, süße Prinzessin aus ihr. Und ich habe ihr auch ein tolles Kleid runtergeladen. Ich gebe ihr gleich, am besten machen wir zuerst ihre Haare. Ich springe schon wieder hin und her. Wobei, vielleicht gebe ich ihr zuerst das Kleid, damit wir sehen, wie das dann aussieht. Ich habe mir nämlich gedacht, am Anfang könnten wir ihr noch so ein richtiges Prinzessinnen-Aussehen geben. Also sie bekommt ein wunderschönes Kleid und auch eine Krone und alles. Und wenn ihr Vater dann weg ist, dann hat sie das alles nicht mehr höchstwahrscheinlich. Weil ich hätte am Anfang eben total gerne, dass so voll die Prinzessin rauskommt. Das wäre natürlich auch super. Oh mein Gott, das steht ihr richtig gut. Ich hätte gern, dass sie ihre Haare noch offen trägt. Und sobald Charlie verschwindet, verändert sich eben alles. Dann bekommt sie auch ein Outfit, was nicht mehr so schön ist. Sie darf ihre Krone und alles nicht mehr tragen oder sie kann sie nicht mehr tragen, weil dann hat sie andere Dinge zu tun. Wir greifen noch nicht so weit vorne weg. Das sieht irgendwie viel zu erwachsen aus. Das ist sehr süß. Oh Gott, ist das süß. Okay, wir geben ihr mal ihre Krone und dann können wir ja schauen, was am besten aussieht. Dem Elliot könnten wir noch eine Brille geben, damit er noch mehr intellektuell aussieht. So richtig übertrieben einfach. Oh ja, und hier, sie bekommt ihr Krönchen im Blau. Nee, wir machen es einfach in Silber. Ich gebe dem Elliot schnell eine Brille. Dann sieht er noch viel intellektueller aus. Also dann sieht er noch schlauer aus. Ich finde es gut. Jetzt sieht er ein bisschen aus wie James Potter, muss ich sagen. Eindeutig James Potter. Aber nee, das ist der Elliot, Freunde. Und das ist unsere Elia. Ist sie nicht süß? Oh mein Gott, ich liebe sie so sehr. Ich finde sie jetzt schon so toll. Ein paar Ohrringe vielleicht. Oh, wir könnten auch sagen, dass Waterlily ihr die Ohrringe zum Geburtstag geschenkt hat, weil das sind, glaube ich, Seesterne. Meine Güte, Elia, wir haben so viel mit dir vor. Ich bin so gespannt, was noch passieren wird. Oh, das wäre ein Kleid, was sie an ihre Tante erinnern würde. Wir könnten sie als Partykleid geben. Leute, irgendwie besteht die ganze Folge gerade nur aus Kinder und so umstylen. Das finde ich perfekt. Perfekt als Ausgekleidung. So, das sieht sehr cool aus. Auch wieder in Blau. Ganz simpel. Toll. Mit Socken in den Schlappen. Ich finde es gut. Ich finde es richtig gut. Feiere ich sehr. Perfekt. Hier haben wir die Partykleidung mit dem ganz, ganz tollen T-Shirt. Aber ich glaube, das passt dann doch ein bisschen besser. Dann haben wir noch die Schwimmkleidung. Leute, wenn sie jetzt immer ihre Haare verändert, ich sag's euch, dann drehe ich durch. Ihre Kleidung für heißes Wetter. Wow, das ist schon mega süß. Das finde ich sehr, sehr schön. Perfekt. Und das waren jetzt all unsere Kinder, Leute. Wir haben es geschafft. Halleluja. Da haben wir sie jetzt, unsere Zwillinge. Charlie ist da wirklich voll dabei. Ganz toll, hochgehoben zum gleich wieder hinstellen. Und Daisy bedankt sich jetzt nochmal beim Charlie. Vielleicht ein bisschen zu innig. Sie hat ihn jetzt wirklich ordentlich in den Arm genommen. Das war der erste Körperkontakt, was Charlie gekriegt hat, seit Anna gestorben ist. Und wir haben wieder unsere Posen. Wir ignorieren es einfach, okay? Und unsere beiden Zwillinge sind jetzt schon super motiviert, super anstrengend. Sie heult, weil sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommt von ihrer Mama und vom Charlie vermutlich auch. Der Charlie, dem ist das eh voll unangenehm, dass die Daisy ihm jetzt so nah gekommen ist. Und weil er da ein bisschen was gespürt hat, also natürlich nicht ist sofort Liebe oder irgendwas, aber irgendwas in ihm war wieder ein positives Gefühl, hat jetzt ein richtig schlechtes Gewissen und will sofort weg von der Daisy, will gehen. Und er ist so, ja, immer wieder gern. Das ist das Mindeste, das ich für dich machen konnte. Er kann ja auch mal die Drisella in den Arm nehmen.
Freundin, einfach nur, um ein bisschen Distanz zwischen ihm und der Daisy zu schaffen. Sie reden jetzt eben noch ein bisschen. Aber Charlie sagt Daisy dann ziemlich schnell, dass er sehr müde ist und dass er jetzt ins Bett geht. Und Daisy hat jetzt nochmal seine Hand genommen. Sie hat einfach nur seine Hand genommen, nochmal gedrückt und nochmal Danke gesagt. Und in dem Moment ist Elea reingekommen und hat gesehen, wie ihr Vater und Daisy Händchen gehalten haben. Sie hat die Daisy gesucht. Sie hat natürlich mitbekommen, dass Daisys... Leute, nee, ich sag's euch, das ist nur wegen dem Love Island Let's Play. Ich dreh gleich durch. Aber genauso unangenehm circa war es, dass Elea gerade gesehen hat, dass sie beiden Händchen gehalten haben. So hat es zumindest für Elea ausgesehen. Und Charlie zieht seine Hände dann aber sofort zurück. Ist dann so, hey, Elea, alles Gute zum Geburtstag, Schatz. Die sehen sich ja auch nie. Er geht aber gleich zu seiner Tochter hin, redet ein bisschen mit ihr, wie es ihr so geht, wie ihr Geburtstag war und alles. Aber ihr wirklich nahe kommen wird er wahrscheinlich nicht. Elea sucht die Nähe zu ihrem Papa, aber er kann es einfach nicht. Er kann es einfach nicht. Einfach weil Anna gestorben ist, fällt ihm das so schwer, jetzt Nähe von irgendjemand zuzulassen und auch von seinen Zwillingen, sogar von seinen eigenen Kindern. Und Charlie ist jetzt so, okay, jetzt ist mir alles ein bisschen zu viel, Elea. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Und Elea ist so, wollen wir nicht noch irgendwas machen, irgendwas zusammen unternehmen? Aber Charlie ist so, nee, Elea, das war heute wirklich anstrengend, das war echt viel. Ich kann einfach nicht mehr. Und dann ist Daisy so, Elea, lass deinen Papa in Ruhe. Ich bringe ihn noch rüber. Charlie, komm, ich bringe dich rüber in dein Bett. Und lässt Elea mit den bösen Zwillingen alleine. Elea ist natürlich absolut am Boden zerstört, super traurig, redet jetzt aber mit diesen Zwillingen. Sie versucht es zumindest. Die sind super wütend, aber einfach nur, weil sie hungrig und müde sind. Elea will aber natürlich sich mit den beiden anfreunden und wird dann eiskalt von Drizella gebissen. Also Elea will sich bei ihr vorstellen und Drizella hat gar keinen Bock auf Elea und beißt sie dann einfach. Ja, das macht sie jetzt wirklich. Oh mein Gott, das ist der Anfang von ganz, ganz, ganz viel Drama zwischen Elea und den Zwillingen. Und Drizella hat sie jetzt gebissen. Sie hat das jetzt auch gesehen, rennt gleich auch auf Elea zu und schubst sie weg. Ich weiß nicht, kann ein Kleinkinder jemanden schubsen, weil sonst beißt sie auch einfach. Nee, sie kann sie auch nur beißen. Elea probiert es auch bei Anastasia, aber auch sie beißt Elea. Oh mein Gott, es tut mir so leid, Elea. Es tut mir so leid. Daisy hat Charlie jetzt in der Zwischenzeit zu seiner Zimmertür gebracht und Charlie möchte natürlich nicht, dass Daisy mit nach drinnen geht. Sie reden noch mal kurz und Daisy schafft es tatsächlich dann auch noch, Charlie zu überreden, dass sie morgen doch zusammen frühstücken könnten. Sie macht ihm den Vorschlag, sie macht es ihm ein bisschen geschmackig. Schmackig? Sie macht es ihm schmackig, oder? Sagt man. Ich und meine Sprichwörter, ey. Es ist unglaublich. Vielleicht sollte ich es einfach lassen. Aber auf jeden Fall lockt sie ihn damit, dass sie ganz viel tolle Sachen kochen wird, dass sie ganz viel backen wird. Dann könnten sie ja zusammen brunchen. Sie und die Kinder. Und der Charlie sagt tatsächlich ja. Er ist so, ja, okay, aber zuerst muss ich mal ein bisschen schlafen gehen, Daisy. Danke für heute. Und Daisy ist so, ich muss Danke sagen, Charlie. Danke. Und er fängt dann wieder an zu weinen. Und Daisy weiß sich eigentlich gar nicht zu helfen. Tröstet ihn nochmal kurz. Und dann rennt Charlie in sein Zimmer und geht direkt ins Bett. Leute, wir müssen die Uhrzeiten in meinem Let's Plays wie immer einfach ignorieren, weil die kann man hier nicht ernst nehmen. Charlie rennt jetzt auf jeden Fall rein. Das war wirklich sehr viel, sehr emotional für ihn heute. Und geht in sein Bett und geht weinen. Er vermisst die Anna einfach so, so sehr. Und er will auch nicht, dass die Daisy in Annas Zimmer kommt. Mittlerweile ist aber Elliot wieder zu Hause. Ja, Elliot ist wieder zu Hause, legt sich direkt in Daisys Bett. Wo sind Elea und oh, das ist im Nebenzimmer. Alles klar. Ich hätte jetzt gerne gehabt, dass Elliot die ganze Nacht unterwegs war. Wir sehen eh, er ist super, super müde. Und dann rennt er auch hier rein und ist so, hey, Elea, ich bin wieder zu Hause. Was ist passiert? Habe ich in der Zwischenzeit irgendwas verpasst? So zwei, drei kleine Dinge hat er wohl wirklich verpasst. Umarmt seine Schwester. Die beiden verstehen sich wirklich gut. Wenigstens jemanden hat die Elea. Nee, ich meine, Elea hat eh voll viele Leute. Christoph, Karl, Worte, Lilly und alle hat sie ja auch. Oh, und er tröstet seine Schwester sogar. Und dann ist er auch so, hey, Elea, wie wär's? Ich triff mich nachher nochmal mit ein paar Freunden. Du kannst sehr gerne mitkommen. Dann kann ich dir meine Freunde vorstellen und da kommst du sicher auch auf andere Gedanken. Aber dann kommt Daisy rein. Die hat das natürlich gehört und sagt dann eben gleich, nee, Elea,
Lea muss heute zu Hause bleiben. Wir machen nachher einen Familienbrunch. Elliot, du solltest auch da sein. Ich wäre sehr froh, wenn du nachher pünktlich wieder zu Hause bist. Es gibt nachher einen Familienbrunch mit allen und die beiden haben eh überhaupt keinen Bock drauf, scherzen auch noch ein bisschen und Daisy ist dann so, ey, Kinder, das ist ernst. Elia, du hilfst mir unten beim Kochen und Elliot, ich erwarte von dir, dass du pünktlich dann zum Brunch da bist. Euer Vater wird nämlich teilnehmen an dem Brunch und da sind die beiden dann eh so, oh, Papa kommt mal raus, Papa wird mit uns essen und dann sagen sie natürlich ja. Aber Elliot wird jetzt nochmal zu seinen Freunden fahren. Ich zeige sie euch ganz, ganz schnell. Ich habe ihm nämlich, also ihr habt mir Sims erstellt, aber das waren alles Erwachsene und ich habe sie zu Kindern gemacht und wir machen da jetzt hier einer Gruppe beitreten. Der Elliot erstellt jetzt eine Gruppe und zwar haben wir in seiner Gruppe, müssten eh bei seinen Freunden dabei sein, haben wir die Mara. Das ist die Tochter von Aladdin und Jasmin. Also eine Prinzessin. Dann haben wir die Blumen. Das ist auch eine Prinzessin. Also das Kind vom Sonnenkönig und der Sonnenkönigin. Und dann haben wir auch noch Tjörni. Das ist eine Magierin. Tjörni hat eine ganz besondere Geschichte. Ich zeig's euch gleich. Und wir werden das natürlich Royal Book Club mit seinen drei Mädels. Und wir haben sogar auch einen Treffpunkt. Und zwar sieht das Ganze so aus. Hier haben sie ganz viele Orte, wo sie gemeinsam spielen können. Und ich würde sagen, hier drinnen platzieren wir vielleicht noch viel, viel mehr Bücherregale, machen eine richtige Bibliothek draus. Und hier drüben haben wir den Elliot mit seinen Mädels. Und er ist natürlich auch traurig wegen seiner Mama. Das lässt ihn nicht kalt. Der Elliot hat sehr, sehr viele Gefühle. Ich meine, er ist ein Poet, er ist sehr belesen, er schreibt sehr viel. Also das lässt ihn auf gar keinen Fall kalt. Und hier haben wir seine Mädels. Das ist eben die Tochter von der Sonnenkönigin und vom Sonnenkönig. Die geht direkt spielen, recht hat sie. Und hier haben wir, okay, alles klar, die verstehen sich auch schon sehr, sehr gut. Das ist die Tochter von Aladdin und Jasmin. Die wird gerade richtig geschockt von der Magierin. Und ich zeige euch am besten, wer die ganzen Sims erstellt hat. Das ist nämlich eigentlich die Sonnenkönigin. Sie ist eine Meerjungfrau. Ich habe sie bei mir jetzt aber zur Sonnenprinzessin gemacht. Ich hoffe, das ist okay. Von der 23 Lilly K. Vielen lieben Dank. Und von der Thysnelda 23 ist die Jasmin. Das war eigentlich auch eine Meerjungfrau, aber du hast Nesmeralda Disney dazu geschrieben. Und ich habe mir einfach gedacht, ich mache die Tochter von Jasmin und Aladdin draus und wir können ja trotzdem noch ein paar Sachen davon einbauen. Vielen lieben Dank für den Sim. Und den letzten Sim habe ich schon sehr, sehr, sehr lange gespeichert gehabt. Und zwar ist es dieser Sim hier. Sie ist so wunderschön und sie stammt aus einer alten Zauberfamilie. Also ihre Eltern sind irgendwelche berühmten Zauberer. Von mir aus kann sie auch eine Prinzessin sein. Also dass ihre Eltern irgendwelche Könige aus einem magischen Reich sind. Falls euch dazu irgendwas einfällt, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und sie kann hell sehen, was ich ziemlich cool finde. Aber sie wird früher oder später leider ihre Eltern bei einem tragischen Unfall verlieren. Und da können wir dann noch schauen, was wir draus machen. Und sobald die Mädels Teenager sind, werde ich sie dann eben wieder so machen, wie sie zuvor ausgesehen haben. Jetzt sind sie natürlich alle Kinder. Sie sind alle total interessiert am Elliot. Zu Hause zwingt Daisy Elea gerade zum Kochen. Also, dass sie ihr beim Kochen hilft. Aber natürlich wird sie sie gleich alleine lassen. Irgendwas, was man zum Frühstück essen kann. Obstsalat, ganz egal, ganz egal. Irgendwas, was unsere Elea auch hinbekommt. Also Daisy ist so, hey Elea, wir werden jetzt was zum Essen machen. Also für alle, für deinen Vater, für Elliot, für die Kinder. Die sind natürlich auch hier und machen ganz viel Drama. Und hier sind die beiden Mädels am Kochen. Daisy kann ziemlich gut kochen, Leute. Sie hat aber auch eine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Im Gegensatz zu unserer Elea, die muss das alles noch lernen. Für die ist das alles ganz neu. Und dann tut Daisy auch noch so, als ob ihr richtig, richtig schlecht wird und ist so, Elea, ich muss mich hinsetzen. Ich hätte gern, dass Elea alleine weiterkocht. Anscheinend können die nicht alleine weiterkochen. Also Kinder können nicht alleine kochen, wenn die Eltern nicht dabei sind. Das habe ich jetzt auch rausgefunden. Sehr interessant. Aber wir tun einfach so, als ob sie Elea alleine zurücklässt und auch die Kleinkinder lässt sie alleine bei Elea zurück. Sie ist wahrscheinlich auch so, Elea, kümmere dich bitte auch um die Zwillinge. Ich muss einfach ein bisschen raus an die frische Luft. Was macht die gute Frau? Ich habe keine Ahnung. Sie hat auch nichts angezeigt. Wahrscheinlich geht sie schwimmen. Charlie ist immer noch im Pool. Okay, Charlie ist im Pool. Offensichtlich ist Charlie mal aus seinem Zimmer rausgekommen, Leute. Und das hat Daisy ganz sicher gesehen und deswegen hat sie Elea jetzt zurückgelassen. Sie sieht den Charlie auch gleich und sie hat ihn sicher draußen vorbeigehen sehen, hat gesehen, wie er in den Pool gesprungen ist und dachte sich so, ach, das ist meine Chance. Ich verbringe jetzt wieder ein bisschen Zeit mit Charlie und lass Elea mit den Zwillingen zurück. Die kann sich ums Essen und die Kinder kümmern. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Elea ist super wütend, angefressen. Warum hacken die auf mir rum? Oh mein Gott, es geht jetzt schon dramatisch los. Aber wie das Ganze
weitergeht, erfahren wir natürlich in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Aber natürlich grüßen wir heute auch noch jemanden zum Schluss. Und zwar wieder zwei Geburtstagskinder. Der August ist gefühlt der Geburtstagsmonat. Ich meine, wie viele Leute haben bitte im August Geburtstag? Und heute grüßen wir die liebe Lina. Die hat sich das gewünscht, weil die Disney Legacy Challenge ihre Lieblingschallenge ist. Und dann erfüllen wir dir diesen Wunsch natürlich. Und auch die liebe Alissa hatte letzte Woche Geburtstag. Und dich grüßen wir auch nochmal. Wir schicken euch ganz, ganz, ganz viel Liebe raus. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Geburtstag, habt euch ordentlich feiern lassen und habt ganz, ganz, ganz viel Kuchen gegessen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis bald.